Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Let's Play European Truck Simulator. Immer noch im Konsig-Konvoi. Wir besprechen gerade mit eigenen Admins über diesen Fall, der jetzt hier gerade ist, weil dieser Fahrer, dieser Leon, der Sinus GmbH, hat leider überholt und wir tun uns gerade ein bisschen darüber unterhalten, warum er denn im Konvoi überholen tut. Das ist eigentlich verboten, ne? Steht so in den Regeln. Kein Spam, bitte. Das wäre sehr nett. Aber mich interessiert eher, wo es jetzt lang geht. Aber ich fahre einfach mit der Masse mit. Achtung, Achtung, Achtung. Ich habe jetzt gerade gedacht, die fahren alle auf den Rasen. Rechts abbiegen Richtung Erfurt oder links abbiegen Richtung Magdeburg. Ich muss mal ganz kurz hier raustappen. Warte. Ich nehme auf. Perfekt. Gehört doch. Hey, der Leon wartet auf dich. Ja, der Leon. Ja, deine andere Fahrer, die sind da vor uns. Ich sehe sie gerade. Warte bitte rein, danke. Achtung, Stau auf der Autobahn. Jetzt aber übertreiben. Kann man es auch nicht haben, ne? Doch, Achtung, Stau auf der Autobahn! Ist der da jetzt reingefahren? Jetzt können wir ihn ja ein bisschen ganz gemütlich. Nicht ein Team werden. Den Leon immer noch nicht getroffen, mehr auf den. Ne, er ist ja nicht mit drauf, einfach. Oder übersehe ich den die ganze Zeit? Irgendwas mit L. Brauche ich noch gar nicht mal switchen die ganze Zeit. Ist so weit weg. Guck mal, da hinter mir. Da kommt es schon wieder. Für 70 war ich höchstens mein Kumpel. Mehr als 70 war ich nicht, mein lieber Hintermann. Hier geht's ab. Da muss man schon ein bisschen bremsen. Ja, da kann man schon mal bremsen. Geht schon Magdeburg, ja? Stimmt schon mal. Da habe ich ein bisschen die Kurve geschnitten. So leicht. So leicht. Ganz leicht. Wenn es da Philipp zuguckt, so sieht gerade das Fahren aus, mein Lieber. Ich glaube, Philipp hätte ja schon jeden vorne und hinten eine Delle in den Trailer bzw. in die Zugmaschine gerammelt. Ja,
Möchte bitte ein bisschen Abstand auf meinen Vordermann haben. Dankeschön. Ja, von den stehen sie wieder. Müsste ich aber ein bisschen drauf einstellen, dass ich ein bisschen huste. Weil mein Hals ein bisschen trocken ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich wenig trinke, sondern es hat immer eher damit was zu tun, dass ich irgendwas mit dem Hals, Probleme mit dem Hals. Ist ja nicht die Mandeln, das weiß ich auch, hat nur beim Schlucken ein wenig Probleme. Es tut ein bisschen Schmerzen, aber es ist nicht die Welt. Ist mal schlimmer, mal nicht so schlimm. Das habe ich seit Mittwoch. Darum kam auch keine Train Fever Folge am Freitag. Es sollte eigentlich eine Skylines Folge kommen und eine Train Fever Folge. Die Skylines Folge hatte ich noch im Rechner. Die Train Fever Folge nicht, die wollte ich am Mittwoch eben auch noch aufnehmen, beziehungsweise am Donnerstag. Weil ich am Uploadplan eben gesehen habe, oh, da fehlt mir ja noch eine Aufnahme. Aber das konnte ich leider nicht tun, weil es sehr schlimm war. Ich hatte fast ununterbrochen gehustet. Mein Hals hat sich sehr, also die Schleimhäute haben sich sehr verdickt. Und da habe ich schwer Luft bekommen. Und gerade habe ich das Problem, ich habe ein bisschen Trinken neben mir stehen, aber ich traue mich jetzt gerade nicht zu trinken, weil die andauernd bremsen. Weil da muss ich den Tempomat mal kurz reinmachen. Ich bremse mal ab. Mach ja mal so ein Tempomat rein. Da kotzt er bestimmt hinter mir wieder ab. Aber ich muss mal kurz was trinken. Ja, da kotzt mir gerade hinter mich ein bisschen an. Ah. So. Ich kann ja mal Bescheid sagen. Entschuldigung, ich muss gar was trinken. Machen wir wieder unsere 50. Boah, es ist ja richtig schlimm. Ich möchte das eigentlich nicht antun, aber leider ist das hier gerade mal ein Pflichtkonvoi, also kein Pflichtkonvoi, man kann freiwillig mitmachen, aber ich wollte einfach mitfahren. Und spontan hatte ich dann auch dazu heraus entschieden, dass man da mal eine Aufnahme macht. Oder mehrere Aufnahmen. Gucken wir oben auf meine Uhr, da habe ich so eine schöne halbe Stunde, wo ich auch mal eine Folge bringe. Habe ich ein bisschen vorproduziert. Ist auch mal schön. Nächste Zeit kommt wieder viel ATS. Kommt gerne eine Frage durch. Geradeaus weit Richtung Hamburg. Du Heimer dann. Will ich das eigentlich nicht antun, aber leider schon. Ich hoffe, ihr findet das nicht schlimm. Ich glaube, wenn das UFO-Mann wäre, der würde überhaupt nicht aufnehmen. Der würde einfach sagen, nee, ich mache jetzt eine Woche hier Urlaub. Von Internet. Aber es gibt auch manche, denen ist es egal. Mir ist es nicht egal. Aber ich habe morgen, ich habe ja gesagt, die Nacht habe ich volle Aufnahmenplan bis morgen. Und dann fängt schon am Sonntagabend, also wir haben heute den 11.06., am 12.06. fängt die E3 2016 an. Da gucke ich mir natürlich die ganzen Pressekonferenzen an. Mal sehen, ob ich da frühs. Aber Warnblinker ist geradeaus, okay.
Und da ist die, glaube ich, die Pressekonferenz von Sony ist Montag früh um 3, also 3 a.m. Mensch. 3 Uhr am frühen Morgen ist die Pressekonferenz von EA. Das bedeutet, ich guck mal die Pressekonferenz nach 23 Uhr abends an von dem PC Gaming. Ist das, glaube ich? Und da gehe ich schlafen, stell mir einen Wecker und um 3 geht's dann weiter. Müsste mal auch ein paar Bilder machen, ne? Achso, kann ich nicht. Muss ich da wieder rausschneiden? Habe ich einen Spaß dran. Dann kann ich mir wenigstens ein schönes Motiv raussuchen. Hupsala. Es war ein bisschen laut. Sehr laut, um genau zu sein. 1%. Na gut, da habe ich eben 1%. Ich finde, du sagst mir jetzt recht sappigen. Gerade ist weiter. Okay, alles gut. Kommt da wer oder fährt er weg oder ist er stehen geblieben? Komisch. Oh, der ruckelt ein bisschen. Mal sehen, wenn das Navi wieder umspringt. Bringt es ja nur um, wenn es eine kürzere Route gefunden hat. Ja, das war knapp. Minimal. Ich habe jetzt gedacht, ich küsse diesen Strommast. Was sind wir denn gerade? Ich sehe gerade leider keine Stadt. Okay. Schöner Mähdrescher. Und noch einer.
Mensch, Mensch, Mensch. Hoffentlich muss er jetzt genau tanken. Aber schlappen wir ja nicht. Gehört nicht zum Konvoi und fährt einfach vorbei. Das sind die Polen. Hoffentlich spart er keinen Unfall, der Depp. Haha, und da hat er einen Unfall gebaut. Glückwunsch! Fahren die ja mit 10 km um die Kurven, was sind denn das hier? Haben wir schon vorhin am Anfang, könnt ihr mal in der ersten Folge nachschauen. Sind wir mit 8 Stundenkilometer ca. 100 km auf dem Seitenstreifen gefahren, weil alle auf die Raststätte wollten und nur 5 tanken. Herrlich.
Na, der ist ganz schön Abstand dort vorne. Und der dritte vor mir, der pendelt nur die ganze Zeit hin und her, ne? So hin und her, hin und her. Oh, mein Navi hat mir ein neues Ziel wohl gegeben. Einen wunderschönen guten Abend. Was ist denn hier los? Ein bisschen mehr los, ne? Wir fahren jetzt über die Brücke. Wo sind? Gibt's ein paar Schaulustige? Eieieiei. Was will ich denn da machen? Als er einmal links und dann links halten. Links abbiegen, danach dreimal geradeaus weiter Richtung Kiel. Okidoki. Und wir stehen wieder im Stau. Das können wir doch gut im Stau stehen. Und da hinter mir ist hinten drauf gefahren. So besser. Können wir nicht bremsen da drin? Aber ich habe diesmal nicht so hart gebremst, ne? Also die hatten dann scheinlich auch nicht so den Bremsweg. So. Hier wieder schön brach auf die Autobahn. Oh, der Konzek Orner ist das hier. Da müssen wir ja schön. Was machen die dort vorne schon wieder? Tun die schon wieder überholen? Uiuiui, was ist denn hier los? Mensch. Ist okay, ja. Links abbiegen Richtung Hamburg haben wir gemacht. Dreimal nach Kiel, geradeaus weiter. Uiuiuiui. Ich halte trotzdem ein bisschen Abstand. Geradeaus weiter Richtung Kiel, das habe ich nicht weiter gelesen. Ah, schade. Guck mal, da kommen noch welche. Die haben es nicht ganz geschafft. Da müssen wir jetzt eigentlich die meisten drauf haben. Ja, 57. Okay, die fahren alle links. Darum sind wir am Anfang alle rüber gefahren. Sind wir gerade hinten drauf? Ich möchte doch bitte zu bedenken geben. Dann geradeaus weiter Richtung Kiel. Ja, super Keks. Super Keks. Oder Super Keks, Super Keks, ne? Weil er hat super gemacht. Jetzt geht's noch mal ein bisschen voran hier. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.